Aber mit Hilfe des Kirchenchores werden wir die Schwierigkeiten dieses Gottesdienstes sicherlich auch gut bewältigen. Einmal, das kennen wir ja, werden wir im Wechsel Lieder singen. Das erste Lied, auch da wird der Chor beginnen. Und das ist für uns kein Problem. Wir singen die Verse 2 und 5. Das zweite Lied steht dann gar nicht im Gesangbuch, jedenfalls ist es abgedruckt auf dem Zettel. Es ist etwas andere Melodie und etwas fremd, auch da brauchen wir die Hilfe unseres Chores. Wir werden aber hineinkommen. Und dann, weil heute Festtag ist, habe ich mir gedacht, machen wir das Gloria in der Liturgie mal etwas anders. Das steht auch auf dem Zettel drauf. Ich singe es Ihnen mal vor. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Vielleicht singen Sie es mal mit. Gloria. Thank you.
Für alles, was du anderen Menschen durch die Verstorbene gewesen bist. Und nun bitten wir dich, nimm dich in Gnaden ihrer an, halte sie ganz fest, tröste die Angehörigen und alle, denen sie nahestehen. Die Epistel für den Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie ins
seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht dies alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Thank you.
und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Thank you.
den dienstältesten Mitarbeiter der Gemeinde zu verabschieden. Er hat es also länger ausgehalten als alle Pastoren. Zusammen darf ich nicht sagen, aber jedenfalls. So ganz schlecht kann es ihm ja in der St. Matthäus-Gemeinde auch nicht gefallen haben. Ich möchte Ihnen, Herrn Heinrich, ganz herzlich danken, dass Sie den Chor so lange hier treulich über die Runden gebracht haben und geleitet haben. Und hoffe, dass Sie auch immer wieder mal den Weg hier nach Hermannshagen schlägt. Und das war das eine. Und dann so im letzten Moment, das geht jetzt die Chormitglieder an, haben wir auch jemanden gefunden, der den Chor weiter leiten wird. Das ist Frau Vogt, umschiedener Weg, hier. Sie macht es zunächst einmal probeweise und wir freuen uns, dass das dann fast nahtlos geht. Die nächste Probe wäre dann, natürlich nachdem wir uns am 30. nochmal treffen, um im alten Wohnheim zu singen, wäre dann mit ihr, der Neuen, wäre dann ja, am Montag, den 13., doch, das ist richtig, ja. Montag, den 13., damit, dann wissen Sie gleich Bescheid, dass es so weitergeht. Und ich hoffe, dass der Kirchenchor auch weiter dann existieren kann. Es wird sich vielleicht einiges verändern, aber das wäre so mein Wunsch und sicherlich auch der Wunsch von Herrn Heinrich. Und darf ich Ihnen zum Abschied einen kleinen Blumenstrauß überreichen? Ja, 30 Jahre und 4 Monate habe ich diesen Kirchenchor geleitet. Und ich muss sagen, wie schnell ist diese Zeit vergangen? 30 Jahre und 4 Monate. Und einige von denen, die damals vor 30 Jahren den Kirchenchor mitgegründet haben, sind ja noch heute dabei. Und immer wieder sind neue dazugekommen. Und so konnten wir heute an diesem Pfingstgottesdienst auch schön mit Ihnen allen zusammen singen. Aber ganz herzlich möchte ich also auch noch einmal allen Kirchenvorständen während dieser 30 Jahre danken, allen Gemeindegliedern danken, die unseren Chor so wunderbar unterstützt haben, auch moralisch gesehen. Und ganz herzlichen Dank auch Ihnen, besonders Frau Barufka als Organistin. Wir haben ja immer wieder zusammen agiert, hier im Gottesdienst zur Ehre Gottes. Aber auch Steingrebers möchte ich nochmal sagen, dass ich Ihren Sohn Will bitte herzliche Grüße bestellen. Der war nämlich der Vorgänger oder einer der Vorgänger als Organist und mit dem haben wir auch viel zusammen musiziert. Dies also erst einmal und natürlich auch allen drei Gemeindepastoren. Unter Pastor Teike wurde der Kirchenchor gegründet. Und dann, lieber Willem, Pastor Willem Steingräber hat ihn dann auch unterstützt und wir haben eigentlich immer wunderbar gut, ohne Schwierigkeiten zusammengearbeitet. Und mit Ihnen natürlich als dem jetzt Amtierenden auch. Und dafür bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich. Und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch meinem Kirchenchor ganz herzlich danken. Für alle, die jetzt noch dabei sind, die uns getreu gehalten haben, die so wunderschön immer mitgesungen haben. Aber auch, ich sehe auch da Damen, die wegen ihres Alters oder einige gibt es auch, die wegen Krankheit ausgeschieden sind inzwischen. Ihnen allen auch ganz herzlichen Dank und ich freue mich, dass einige von denen, die schon mal im Kirchenchor mitgesungen haben, heute auch hier in diesem Gottesdienst anwesend sind. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Worte sagen, ein paar Dichterworte von Johann Wolfgang von Goethe aus seinem westöstlichen Diva. Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord und
südliches Gelände, Rom im Frieden seiner Hände. Im Atemholen sind zweierlei Gnade, die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst, und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. So wie mich jetzt. Thank you.
Am Ende wird er das Papier dem Ball übergeben. Und du, Gott, wirst alles in allem sein. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Mai in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
so lange hier treulich über die Runden gebracht haben und geleitet haben. Und hoffe, dass sie auch immer wieder mal den Weg hier nach Herbertshagen schlägt. Das war das eine. Und dann so im letzten Moment, das geht jetzt die Kurve wieder, haben wir auch jemanden gefunden, der den Chor weiter leiten wird. Das ist Frau Vogt, verschiedener Weg hier. Sie macht es zunächst einmal probeweise und wir freuen uns, dass das dann nahtlos, fast nahtlos geht. Die nächste Probe wäre dann natürlich, nachdem wir uns meistens nochmal treffen, um Einwohnern zu singen, wäre dann mit ihr, der Neue, wäre dann ja, am Montag, den 13. Juli. Damit dann ist sie gleich bescheiden. Das ist da. Einen kleinen Wunsch ausmachen.
bring uns näher zu deinem Geist der Liebe und des Mutes und der Hoffnung, damit wir endlich einig sind mit dir und untereinander. Wir dienen.